Ist das der beste Burger Deutschlands? Ich fahre extra aus München hierher. Es gibt andere, die auch wirklich gut sind, ne? Aber ich komme hier am liebsten her. Definitiv. Ich habe alle Burger gegessen. Den besten Burger Deutschlands gibt's in Unterhaching. Hier betreibt David Infantado zusammen mit seiner Ex-Frau und den gemeinsamen Kindern einen Imbisswagen auf dem Parkplatz einer bekannten Supermarktkette. Ich mache das seit 11 Jahren. Ich habe hier angefangen mit meiner Frau zusammen. Obwohl David uns erzählt, dass es schon von Anfang an gut läuft, wird sein Laden erst durch einen unerwarteten Promi-Besuch in ganz Deutschland bekannt. Und es ist lustig, er war da und ich konnte gar nicht. Die Rede ist von Kai Pflaume, der plötzlich gemeinsam mit seinem Sohn vor Davids Wagen auftaucht. Nach dem prominenten Besuch steigt David ins Social-Media-Game ein und löst einen regelrechten Hype aus. Regelmäßig kommen Foodblogger und auch Champions-League-Sieger Niklas Süle kam schon vorbei. Aber was genau macht den Parkplatzburger denn so besonders? Für Stammkunde Sinan ist es ganz klar. Dieses Brioche, ich stehe da voll drauf und das Fleisch immer frisch und die Soßen, die Homemade-Soßen, einfach legendär, ja. Im Schnitt braten David und seine Ex-Frau übrigens jeden Monat etwa 7000 Burger. Einen gibt's je nach Topping ab 9 Euro. Und mittlerweile scheinen die beiden trotz Trennung ein eingespieltes Team zu sein. Denn eins verbindet die beiden nach wie vor, die Liebe zu Burgern.